Hallöchen Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Battle Chasers Night War. Wir haben die Dinger auf dem Screen. Ich würde den Schleim ganz gerne mal killen. Mit uns ist nicht zu spaßen, okay. Sie fängt wieder an. Na, das ist auch doof. Der Stoß ist schon ganz in Ordnung. Ich würde auch ganz gerne mal heilen. Oh, jetzt geht's auf ihn. Total doof, dass er so oft dran ist. Hier, beim Fähigkeiten gerade. Fügt über 4 Treffer hinweg zum... Achso, vielleicht war er tot gewesen schon nach 2 Attacks. Das kann auch sein. Deswegen hat er einfach nicht mehr weitergemacht. Das kann sein. Deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert gehabt. Sollte tot sein. 22 LP Crit. Dead. Und ein einfacher Schleimseim. So, was ist das hier? 2 Talkräuter, 3-mal Klingblatt und 1-mal schwach leuchtendes Pulver. 4-mal Klingblatt, 4-mal Talkräuter, 2-mal schwach leuchtendes Pulver. Okay, hier haben wir unser Inventar. Pulver, das eine Spur von Mana enthält und in Alchemie- und Zauberspruchrezepturen Verwendung findet, kommt im Tal und in den Binsenländern vor. Klingblatt, gewöhnliche Kräuter, die im Tal und in den Binsenländern vorkommen, wird für diverse Alchemie-Rezepturen benötigt. Okay, das gleiche nochmal. Einfach Schleimklumpen, sie scheinen sich immer kaum merklich zu bewegen. Fellfetzen, gewöhnliche Lederfetzen von Tieren aus dem Tal und den Binsenlanden. Daraus können verschiedene einfache Waffen, Rüstungen und Bestandteile gefertigt werden und man kann sie zu gehärtetem Leder verarbeiten, um daraus Ausrüstung höherer Qualität zu fertigen. Eine Vielfalt verschiedener Bestandteile, die bei der Fertigung verwendet werden. Gewöhnliche Teile. Ach, guck mal. Unten rechts steht... Für welche Charaktere das auch ist und was die Stats oder was das verbessert, das ist natürlich auch gut. 2 Grindelschleime, das ist ja räudig. Oh Gott, ist das ekelhaft. Vor allem ist es voll unfair, wie oft die dran sind. Killen wir erstmal einen. Ich denke, ich hätte erstmal den Bauchrammer machen müssen. Wäre wahrscheinlich eine bessere Kombination gewesen. Autsch. Bam. Tot. Wirkt den Schleimbiss. Au. Schön zerreißen. Noch nicht ganz tot. Okay. Ja, bereitet was vor. Ich bin nicht beeindruckt. Oh, 120 Erfahrung, oder? Ja, insgesamt. Gewöhnliche Teile, einfacher Schleim sein. Schön. So. Ja. Ich hätte mal auch langlaufen können. Oh, eine dritte Einheit. Dorfruinen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Was du da auf dem Luftschiff gemacht hast, mich vor dem Kanonenschuss abzuschirmen. Du hättest dasselbe für mich getan. Vielleicht, aber mit schlechterem Ausgang. Du bist ein tapferes Kerlchen, aber vergiss nicht. Ist Gully männlich oder weiblich? Weiblich, oder? Weil er irritiert mich mit Kerlchen. Wir verstehen die Kraft der Handschuhe deines Vaters noch nicht richtig. Du musst vorsichtiger damit sein. Ich hatte keine Wahl. Nein, wohl nicht. Ich glaube, er wollte dir nur danken. Hm. Hast du eine Spur von Monika oder Nolan entdeckt? Nein, und dieses Dorf sieht lange verlassen aus. Im Osten sind Lichter am Horizont. Könnte eine Stadt sein. Wir sollten nachsehen. Falls sie überlebt haben, sind sie sicher dorthin gegangen. Was soll das heißen, falls?
Nolan hat uns gerettet. Er kann auch sich und Monika retten. Da hast du wohl recht. Also lasst sie uns suchen. Oh, ich finde das, vor allem finde ich das so cool, dass sie das vertont haben, ja. Das ist ja nicht mehr eine Selbstverständlichkeit. Lesen, Kriegsbeute 1 von 4, die Rückkehr des Generals. Ein Tagebucheintrag ist mit der Hand auf Pergament gekritzelt. Ich denke, es wird ein Tagebucheintrag sein. General Xavier ist letzte Nacht von der Hauptfront zurückgekehrt. Weil es dunkel war, hat ihn kaum jemand richtig zu Gesicht bekommen und konnte mehr sagen, als dass es ihm gut zu gehen schien. Die Kriege anderswo haben dem Außenposten Tribut abverlangt, da sich die Reihen lichten und unsere Abwehrübungen lasch werden. Ich weiß nicht mal, ob sich Rabenherz letzte Nacht überhaupt die Mühe gemacht hat, Streife zu gehen, aber er scheint mir schon immer eine faule Ader gehabt zu haben. Das dürfte sich ändern, wo Xavier wieder durch die Korridore schleicht. Carlos. Okay, nice. Garrison High. Hat 100 Leben, 90 Mana-Punkte, hat eine Artefaktklinge, hat einen Angriff von 92. Heftige Scheiße, ja. Was hat er als Talent? Schnellschritt. Ein Spurtritt, der Fallschaden vermeidet und Garrisons Eile massiv steigert, wenn er damit die Schlacht beginnt. Parieren, okay, das ist wahrscheinlich wieder abwehren. Wenn er angegriffen wird, so lange parieren. Aktiv ist, steigert sich Garrison angestärkt für eine Runde um 5%. Flinker Streich, fügt 1 seine Schanze und zeigt um 15 Kraftreserve Fähigkeiten Sammelstreich. Fügt 34 Schanze und steigert bei Angruppenlinien für 2 Runden die Eile um 10%, das ist nicht schlecht. Metzeln, was kostet das? 15 und ist schnell, okay. Sehr schnell fügt dem Ziel und einem benachbarten Feind 18 Schaden zu für 10 Mana und die Kriegsklinge. Verbraucht bis zu 40 Kraftreserve, effekt 54 Schaden zu, wobei für jede eingesetzte Kraftreserve 0,2 zum Schaden hinzugefügt werden. Okay. Haben wir das noch nicht gelesen? Doch, haben wir doch schon. Stoß, Schutz und Streuschuss. Auslöschen, heilende Welle haben wir ja schon. Ach, hier, guck mal, hier haben wir die Dokumente alle. Vollständigkeitsbelohnung. Mäßiger Prismenflakon. Stellt 60 Lebenskraft und 40 Mana wieder her. Nicht schlecht. Wenn wir das also vollständig haben, dann gibt es eine kleine Belohnung. Ach, wie geil. Okay, da oben komme ich gerade nicht lang. Spinne? Sieht aus wie eine Spinne. Jo. Festschmaus. Oh, zwei Gegner. Schon wieder ist ja ekelhaft. Wir werden erstmal die Schleim killen, denke ich. Kraftreserve wird in Rot neben dem Mana-Balken angezeigt. Du erzeugst sie durch reguläre Aktionen. Kraftreserve wird dir bei bestimmten Fähigkeiten für Bonuseffekte anstelle von Mana verbraucht. Nach einer Schlacht geht die gesamte Kraftreserve wieder verloren, also setze sie ein, solange du kannst. Bauchrammer, yo. Batsch! Vergesst nicht, eure Energie für schwierige Kämpfe aufzusparen. Ein flinker Streich. Ah, schon krass. Hier ist halt Kriegsklinge mit der Kraftreserve, wenn man halt die Kraftreserve hat, ne? Bam! Wow! Mega fetter Damage. Wir hätten theoretisch einen killen können. Ja, der ist ziemlich low. Streuschuss? Nee. Fuck. Ja, ich denke, er wird, der Schleim wird irgendwas machen, irgendwas vorbereiten. Jo. Quatsch! Alter, der macht einen Schaden, holy moly. Na schön. 5 gewöhnliche Teile eine Spinnenseide. Schick, schick. So, jetzt können wir uns wieder entscheiden, wo laufen wir denn lang? Auf einem gefährlichen, schiefstehenden Wegweiser steht gen Norden Harmsweg, gen Süden Wildnis. Immer weiter. Ich denke nicht, dass ich hier lang gehen werde. Ich glaube, das Dorf, das wir gesehen haben, liegt nördlich von hier. Vielleicht sollten wir zuallererst dorthin gehen. Brett hat recht, gehen wir zuerst zu diesem Dorf. Ja, ja, ist ja gut. Okay, ich kann ja gar nicht lang laufen. Hey. Krasser Shit. Waldtal. Harmsweg.
Das muss das Dorf sein. Ich sehe ein paar Lichter, aber keine Leute. Wo sind denn alle? Klopfen wir an ein paar Türen. Findet das Dorf. Was ist hier? Gasthaus und Taverne. Was darf es sein? Reden wir. Wo sind wir? Habt ihr unterwegs das Schild nicht gesehen? Ihr seid in der Ortschaft Harmsweg, aber keine Angst, der Name ist mehr Bellen als Beißen. Gut zu wissen, wie heißt die Taverne hier? Zum ausgeweideten Reisenden. Waren ansehen. Abenteuer sind immer besser, wenn sie mit einem guten Schluck anfangen. Großmutters Fledermaus Flügelpastete. Können wir ja mal. Okay. 24 Lebenskraft steht das her. Mehr Angriffsstärke in den nächsten paar Schlachten. Man macht sehr müde, wenn die Wirkung verflogen ist. Gewöhnliches Ale. Steigert die Angriffsstärke in den nächsten paar Schlachten um 16%. Armenfraß. Steigert die Abwehr. Dieser winzige Wurm kann ein paar kleine Fische anlocken. Köder-Attribut plus 10. Schäbige Angelrute als Angelrute kaum AFTV, aber besser als nichts. Und hier ist alles, okay. Nö, dann nicht. Bleibt ein Weilchen. Ich könnte ruhen, nichts für gut. Da würden sich meine Kraftreserven noch wieder füllen. Ich gehe erstmal die weißen Dinger lang. Buch der Geheimnisse. Ein gelungenes Schild hängt von einem geölten Gargoyle an der Tür herab. Die Inschrift lautet: Bin zum Mittagessen. Das Schild runterherum ist auf den Boden werfen. Machen wir mal. Ups. Ihr startet hier, wo immer das Schild der Zauberin hängt. Oh. Sie an, Jägerin Raha. Wir haben einen frischen Trupp Abenteurer im Tal und halbwegs erfahren obendrein. Wir haben schon die eine oder andere Schlacht erlebt und du? Ha! Ich auch, obwohl nicht die gleiche Art, wenn ich sehe, wie ihr eure Klinge haltet. Sagen wir einfach, meine Feinde sind von der wilderen Sorte. Ich bin Raha, Raha die Jägerin. Wie ich es sehe, sind nur ungezähmte Feinde einen Kampf wert. Und zu Augenblick wimmelt es auf dieser Insel von solchen. Das haben wir gesehen. Hahaha. Die Schleim- und Fledermäuse in den Wäldern rings um das Dorf? Nein, da steht euch Schlimmeres bevor. Wir sind auf der Suche nach verschwundenen Freunden, nicht auf Trophäenjagd. In der Tat, verschwinden viele auf dieser Insel. Rettungsunternehmen oder nicht. Ihr könntet ein paar gute Ratschläge brauchen, wenn ihr hier überleben wollt. Nehmt dieses Bestiarium, sucht die Kreaturen, gegen die ihr gekämpft habt. Ihr werdet feststellen, dass ihr dann Einsichten über ihre Stärken und Schwächen gewinnt. Wenn ihr lange genug überlebt, weise ich euch den Weg zu anspruchsvolleren Prüfungen. Das könnte auf der Suche nach euren Freunden ohnehin vonnöten sein. Die Suche wird kurz sein, dafür werden wir sorgen. Und dann verschwinden wir wieder so schnell, wie wir gekommen sind. Das habe ich schon öfter gehört. Lasst euch nicht umbringen, Abenteurer. Bis zum nächsten Mal. Das veränderte Bestiarium. Ups, reden wir. Tötet mehr, redet weniger. Ich weise euch den Weg zu den guten Kämpfen, wenn ihr bereit seid. Haltet die Augen. Nice, okay. Ein Bestiarium. Hier haben wir's. Die Ruinenfledermaus haben ja wirklich absolut null Informationen darüber. Kampf. Wissen, Fortschritt, nächste Freischaltung, Fähigkeitsnamen. Alter, ist ja krass. Hier seht ihr Ruinfledermaus. Keine Lebenskraft, keine Angriffsstärke, keine Informationen darüber. Waldteil, eiserner Außenposten. Eine kleine im Tal und in der Gegend rund um den eisernen Außenposten beheimatete Fledermaus. Oben seht ihr oben rechts, Anzahl getötet, oben A1. Und wenn ich eine zweite gekillt habe, gibt es Fähigkeitsnamen. Das heißt, wir sehen, welche Fähigkeiten das Ding hat. Zwei Stück hat es, zwei Fähigkeiten, einen Auftreten hat es auch. Und noch Bestienvorteile. Besiegt 50 Bestien, steigert die Gewonnenerfahrung für alle Helden 5%. Besiegt 100 Feinde aus dem eisernen Außenposten, steigert die Ausdauer aller Helden um 1%. Und steigert die Eile aller Helden um 1% bei 50 Fledermäusen killen. Okay, hier haben wir schon was. 5 getötet, also wir haben schon alle Informationen darüber. Lebenskraft sehen wir. Angriffsstärke. Physische Abwehr, Magieabwehr. Fügt mäßigen Schaden zu beim Schleimbiss, Schleimspeichel, fügt geringen Schaden zu und vergibt das Ziel, was ihm über 3 Runden hinweg geringeren Schaden zufügt. Dungeon-Fähigkeit Schleimspaltung, wenn er in einem Dungeon Schaden erleidet, spaltet sich hier mehrere Schleime auf, ist ja ekelhaft. Besiege 50 Schleime, steigert die Ausdauer aller Hände um 1%, besiege 100 Feinde aus dem Eisen, okay, das hatten wir auch schon. So, da ist die Ruinenspinne, muss ich auch noch einmal killen. Genau, das gleiche wie eine Fledermaus, Und, ach, guck mal, Auftreten, Spinnenseide. Nice, nice, dann gibt es halt wahnsinnig viele Gene. Nächste Seite. 9 Seiten, 10 Seiten mit Gegnern. Ja, ja, ich weiß, tut mir voll leid. Der Sammler. Schauen wir mal seine Waren an, eine Schatzklinge. Was brauche ich denn dafür?
Ich habe die Dinger nicht, die er braucht oder die er haben möchte. Die Glücksklippe plus 136 Schaden, alles klar. Dass sie manchmal auf ihren Reisen über zusätzliche Schätze stolpern. Goldsucher steigert das in Schlachten gefundene Gold um 20%. Kann man alles hier angucken. Aber ich kann mir halt nichts davon leisten. Das ist nichts, speichern. Ich klicke der Speicher manchmal automatisch und das stand am Anfang. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal ganz kurz mal eine kleine Pause, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Battle Chaser. Bis dahin, ciao!